Unser persönliches Ziel für das Projekt war, ein funktionierendes, konkurrenzfähiges System zu bauen und irgendwo durch halt auch in Finale zu kommen. Mein Name ist Simon Jäger, ich bin 22, komme aus Murten und studiere Maschinenbau an der ETH. Ich bin ein Teil des Team Findus. Und das ist ein fünfköpfiges Team, das jetzt alle zusammen das Basisjahr machen an der ETH im Maschinenbau. Und es geht darum, dass man ein System baut, das dann auf einen Asteroid geschossen wird. Und dort müssen wir Bodenproben sammeln, das Ganze erforschen und eine Flagge setzen. Wir haben ganz am Anfang uns auf ein paar Kernfunktionen fixiert. Wir haben zum Beispiel Laufen definiert, den Kran und den Flaggenmechanismus. Und sobald wir dann die drei Punkte hatten, haben wir die dann einfach aufteilen und wir haben dann in zwei Teams das Ganze ein bisschen entwickelt. Der Coach war vor allem für uns da, wenn wir Fragen hatten im Team und wenn wir Fragen hatten zur Planung, zum Beispiel an die agile Produktentwicklung oder sonst halt einfach Prinzipien, wie man so etwas angeht und wie man ein Produkt plant. Agile Produktentwicklung jetzt für mich in diesem Projekt war vor allem, dass wir in vier verschiedenen Sprints gearbeitet haben. Und die Sprints waren so gedacht, dass man immer etwas macht und es dann abschließt und dann funktioniert es. Kurz vor der Quali ist es noch darum gegangen, so kleine Details zu optimieren. Zum Beispiel die Kabelführung war noch nicht optimal. Und dann ist es auch noch darum gegangen, alle Funktionen noch einmal durchzutesten. Die Qualifikation ist für uns sehr gut gelaufen. Ich war eigentlich wirklich zufrieden. Wir haben gegen alle Teams sehr viele Bodenproben sammeln. Das Einzige, was uns ein bisschen abgezogen hat, waren all die Strafpunkte. Die Teamdynamik war bei uns sehr gut. Und da bin ich auch sehr froh. Ich glaube, allgemein das Wichtigste in diesem Projekt ist, am Anfang sich ein gutes Team zu suchen, wo man weiss, dass jeder gleich viel Zeit möchte investieren möchte. Von dem her ist es bei uns eigentlich sehr gut gegangen und wir haben nie wirklich Spannung gehabt. Das Finale ist für uns ein bisschen mit Pech verlaufen, da wir in der K.O.-Phase gegen jetzig Zweit gespielt haben und dann verloren haben. Nach dem Finalspiel war natürlich die Enttäuschung schon da. Aber schlussendlich geht es jetzt bei diesem Innovationsprojekt wirklich darum, dass wir einfach viel lernen. Und das ist etwas, klar, in der Vorlesung lernt man Theorie dazu und das ist auch sehr wichtig, aber wirklich verstehen tut man es erst beim Anwenden.